Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Sascha und ich grüße wie immer meine super Elektro-Community. 2400 Abonnenten, ich danke euch allen da draußen und ich grüße auch alle, die immer wieder auf meinen Kanal zurückgreifen und noch kein Abo hinterlassen haben und natürlich alle, die neu hinzukommen. Im heutigen Video sprechen wir über den Verbrauch und nicht über den Verbrauch, wenn das Auto am Fahren ist, sondern über den Verbrauch, wenn das Auto steht. Mir war das alles nicht bewusst. Ich habe auch schon ewige Zeiten nicht mehr hier bei mir aufs Display bei der Energie reingeschaut, wie sich das Ganze verteilt. Der Olli von Pico Electrify hat mir eine WhatsApp geschickt. Sascha, schau mal rein. Mein Verbrauch ist im Standby so hoch und prompt ist bei mir das Gleiche. Und wir wollen das jetzt heute mal aufschlüsseln. Ich habe es im letzten Video schon angesprochen. Ihr habt mir viele Nachrichten geschickt, aber es hat jetzt nochmal zugenommen, der Verbrauch. Und ich war 2 Wochen nicht beim Laden, 2 Wochen nicht. Heute das erste Mal. Mein Auto konditioniert auch gerade vor. Ich habe jetzt keine Lust, so lange an der Ladesäule zu stehen heute. Ich will auf 100% laden. Habe jetzt gerade aktuell 20% noch im Akku, Restreichweite. Und wir werden uns das jetzt einmal anschauen, an was das liegen könnte. Und ja, so viel sei gesagt, wenn man einen Roadtrip beginnt, kann man so am Stück mit unserem Auto, Standard Range Modell, ja, so 408 Kilometer, 100% Ladung haben wir so drinnen, nach einem Jahr dementsprechender Degradation. Und man kann auf jeden Fall sagen, ja, man kommt dann so circa Autobahn, wenn man so 130 fährt, ja, 300 Kilometer. Aber wie sieht das Ganze aus, wenn man nur alle 2 Wochen zum Laden fährt, das Auto auch viel steht? Kommt man dann in diesem Zeitraum mit einer Akkuladung auch auf seine 300 Kilometer oder hat man da am Ende viel mehr Verbrauch, dadurch, dass das Auto viel steht? Und das schauen wir uns an in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ich bin jetzt noch einen Schritt zurückgefahren. Hab die Kabel noch schnell zur Seite geräumt hier. Das ist immer recht lästig. Man kann da nicht gescheit zurückfahren. Aber jetzt schauen wir mal, was hier möglich ist. Karte wird wie immer geprüft. Ladestecker, immer den rechten. Und dann schauen wir mal, was das Auto in der Lage ist zu leisten. Jetzt bin ich natürlich so weit zurückgefahren, dass das Kabel hier auch noch verwickelt, schaut euch das an, Leute. Eieieiei. Aber es reicht zum vernünftig einstecken. Schauen wir uns das an. Ja, passt. Und was spricht die Ladesäule? 18%. Laden beginnt. 80, 89, 96, 102, 117, 124, 132, 140, 150, 150 Kilowatt. Ja, mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass ich so viel schaffe. Aber das ist jetzt für die kurze Zeit Vorkonditionierung absolut okay. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was die Energie zeigt, wie viel Verbrauch ich hatte. Das ist übrigens die neue Anzeige nach dem Software-Update, wie das Ganze aussieht im Fullscreen. Wir sind jetzt nach einer Minute schon runter auf 132. Und jetzt schauen wir mal auf diese Daten hier, Leute, und schaut euch das mal an hier. Ich habe 20,6% in 2 Wochen verbraucht und der Verbrauch war nicht fürs Fahren, sondern ich habe 20,6% weniger zur Verfügung gehabt, um das Auto bewegen zu können. Das sind in der Stadt, wenn man mal davon ausgeht, das Auto hat ca. 57 Kilowattstunden noch zur Verfügung, dann sind das, lasst mich ausrechnen, 11,5 Kilowattstunden, die mir abgehen, und bei diesen Temperaturen, das sind in der Stadt 100 Kilometer.
Und wir haben hier das Ganze aufgeschlüsselt. Bildschirmzeit 2,2%, Wächtermodus 7,3%, Leute. Und hier soll ein Software-Update kommen. Wir warten alle drauf, dass dieser Wächtermodus 40% weniger Strom dann noch benötigt, weil das ist wirklich erforderlich. 7,3% ist sehr, sehr viel. Dann haben wir die mobile App. Ich bin da öfters drauf. 2,6%. Da kann man auf jeden Fall verzichten. Aber jetzt kommt's, Leute. Ich habe einen Standby-Verbrauch von 8,5% in 2 Wochen. Ihr habt mir natürlich geschrieben, ja, mach das, mach das, mach das, aber das habe ich alles. Ich habe weder einen Überhitzungsschutz geöffnet, der ist bei mir geschlossen. Ich habe den Wächtermodus natürlich nicht zu Hause aktiviert, sondern nur, wenn man unterwegs ist. Ich schaue eigentlich auf so ziemlich alles, weil der Sascha ist natürlich ein Sparfuchs. Er will natürlich viel wie möglich Strom fürs Fahren zur Verfügung haben. Und deswegen ist die Frage, woher kommen diese 8,5%? Ich habe jetzt gestern Nacht mein WLAN schon deaktiviert, weil es vielleicht sein kann, guck, mein Auto ist ständig rund um die Uhr mit dem WLAN verbunden, weil mein Auto direkt an der Wand steht und das WLAN, das reicht bis ins Auto rein. Aber nein, das war es auch nicht. Ich habe 0,8% von gestern auf heute früh gehabt, Verbrauch. Also es sieht nicht so aus, als ob das WLAN da irgendeine Rolle spielt, weil der Verbrauch war trotzdem da in der letzten Nacht. Und ich bin ehrlich gesagt, ja, mit meinen, ja, ich kann es nicht mehr sagen, was ich noch machen könnte. Wir haben natürlich den AMD Ryzen Prozessor verbaut, der leistungsstärker ist, der mehr Energie verbraucht. Aber der Olli von Big O Electrify, der das gleiche Problem hat, der sagt jetzt, das hat im Standby-Verbrauch damit überhaupt gar nichts zu tun. Und ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Ich werde jetzt das Auto nach diesem Aufladen hier, wenn wir bei 100% sind, wir haben jetzt übrigens noch 120 kW Ladeleistung, sind jetzt schon bei 32-33%. Ich werde mein Auto resetten, also beide Knöpfe hier am Lenkrad drücken, damit das Display ausgeht, damit sich das Auto resettet. Ihr habt das beim Olli, glaube ich, geschrieben in der Community, er soll doch das mal machen. Ich wüsste jetzt zwar nicht, was das bringen soll, ich mache es aber auf jeden Fall. Aber ihr seht es einmal, Leute, 100% geladen und ich habe in 2 Wochen 20,6% weniger zur Verfügung. Von diesen 20,6% würde ich mal sagen, sind absolut dieser Standby-Verbrauch zu hoch und meine Reichweite sinkt dementsprechend. Man merkt es jetzt nicht, wenn man jetzt so stückchenweise immer fährt, so wie ich. Man schaut da auch nicht drauf, man nimmt es auch nicht bewusst wahr. Das wäre jetzt was anderes, wenn man so eine Fahrt am Stück macht. Wir wissen ja, wir haben so und so viel zur Verfügung, wir wissen, wir kommen so und so weit. Aber wie das dann so in 2 Wochen so dahinbröckelt, das Ganze, über das wird am wenigsten gesprochen. Und das war jetzt kurz einmal ein, ja, Ausschnitt von dem, was mir jetzt die letzten 2 Wochen hier so abgezogen wurde. Während mein Auto hier beim Laden ist, zeige ich euch einmal, was mir gestern fast widerfahren wäre. Wäre meine Frau nicht anwesend gewesen, ich hätte das Auto erst gestoppt, wenn wirklich am Display das Zeichen Stopp gekommen wäre. Ich habe gestern einmal wieder einparken getestet und es wäre mir fast zum Verhängnis geworden. Und jetzt zeige ich euch, warum. Die Parksituation. Wir stehen an einer städtischen Ladesäule und das Auto zeigt uns diesen Abstand nach vorne. Und das ist hier die Ladesäule mit einem rot-weiß-roten Pfosten davor, einer Hecke im Hintergrund, und wir schauen uns jetzt einmal an, ob dieser Abstand originalgetreu dargestellt wird. Also wir sind jetzt noch so weit entfernt und jetzt fahren wir mal ein Stück nach vorne. Stopp, das Auto hat noch nicht Stopp gesagt, und jetzt schauen wir uns das mal an, weil ich denke, wir sind ziemlich knapp hier vorne. Keine Aufforderung zum Stoppen mehr. Das ist der Abstand. Das Auto hat mich nicht aufgefordert zu stoppen.
Der Pfosten ist nicht zu sehen auf der Anzeige, also das war jetzt kein guter Versuch, das war ziemlich schwach. Schaut euch das an, Leute. Das wäre mal richtig in die Hosen gegangen. Ja Leute, aber hört halt einmal dieses aggressive Geräusch der Lüftung hier an. Oh, ein Wahnsinn. Und da dampft es warm raus, wenn ich jetzt nasse Haare hätte, wenn ich überhaupt Haare hätte, dann könnte ich mir jetzt meine Haare föhnen. Aber dieses Geräusch, das entschädigt alles bei der E-Mobilität. So sehen im Übrigen momentan meine hinteren Bremsscheiben aus. Also es wird einmal wieder Zeit für mehr Bremsen, denn ganz so sauber sind die jetzt nicht. Das war schon mal besser. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Vorne ähnlich. Ich meine, man sieht das jetzt hier nicht. Es glänzt natürlich schon schön, aber es ist jetzt nicht 100% perfekt. Könnte auf jeden Fall besser sein. Aber das One-Pedal-Driving bei unserem Auto ist halt einfach zu genial. Von 18 auf 83% in 24 Minuten. Mit Fullscreen sieht es übrigens so aus, wenn man im Tesla-Browser ist, man ruft eine Webseite auf. Hier jetzt Wetter online, kann man das wunderbar rauszoomen. Das ist doch jetzt richtig genial. Wahnsinn. Wir haben die ganze Seite zur Verfügung. Richtig toll. Reagiert auch ziemlich schnell. Klasse. Oder auch YouTube im Fullscreen jetzt. Nach dem neuen Software-Update 2024.14.9. Richtig, richtig stark das Ganze. So, das Auto ist fertig geladen. Die Ladesäule berechnet uns 51 Kilowattstunden und im Auto kam ca. 49 Kilowattstunden an. Also nur 2 Kilowattstunden Ladeverluste. Aber jetzt werden wir das Ganze hier, drück auf beide Knöpfe und schon fährt er das System runter. Werden das Ganze resetten und dann schauen wir uns einmal bis zum nächsten Laden an, was sich tut an unserem Standby-Verbrauch. Eins müssen wir noch dazu sagen, wir hatten ein umfangreiches Software-Update. Wir wissen es ja, welchen Verbrauch da hier eventuell mit eingeflossen ist, das können wir nicht genau sagen. Es war sicherlich aufwendig fürs System. Deswegen schauen wir uns das Ganze an bis zum nächsten Aufladen, Leute. Ich danke euch an dieser Stelle natürlich wieder fürs Zuschauen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns auf alle Fälle im nächsten Video wieder. Schönes Wochenende noch und Servus.